up for hours. My goldfish is under me. To bathe for hours makes my mouth water. Morgen, wir sind hier auf der Ibn Sina, irgendwo quer ab von Indien und mitten im schönen Ozean. Bei herrlichem Sonnenschein haben wir angehalten und wir kaufen hier frischen Fisch. Und jetzt wird verhandelt. Wir haben sehr guten Fisch schon oben an Deck, jetzt geht's ums Geld. Where you want to take, huh? Okay. How much? Give me your call sign again. Whiskey Uniform 2, Delta Zulu, Handle Mali. I'm also Victor Uniform Number 2. Delta Zulu. This has been in vogue for nearly 40 years. And on 20 meter band, 14.180, 1600 Zulu will be known as Mali's frequency right round the world. Okay, also wie wir festgestellt haben, ist Mr. Mali auch ein Amateurfunker und er hat mir gerade seine Frequenzen durchgegeben und irgendwann werde ich ihn da auf der Frequenz erwischen. Leider steigt er morgen in Navasheva, Indien aus. Aber er wohnt normalerweise in Amerika, aber er macht hier einen Besuch. Also, bon voyage! Ja, davon haben wir 6 Stück und dann noch eine ganze Pütz voll mit kleinen Fischen und die sind schon eingefroren und heute Mittag gibt es den ersten. Ja, wunderbar. Ungefähr 40, 50 Kilo Fisch für $40. Das macht weniger als 1 Dollar, weniger als 80 Cent für einen schönen Thunfisch. Jo, jo, jo. Wir haben einen kleinen Besucher. Inzwischen bin ich auf dem Vorschiff angelangt. Hier wird fleißig gearbeitet. Wir haben die Bremse von der Steuerbordangelwinde auseinander. Die wird jetzt entrostet, schön gemalt, wieder zusammengebaut, kommt ein neues Bremsband drauf. Ibn Sina auf dem Wege von Navasheva in Indien nach Jebel Ali, Emirate, ja, Golf von Persien. Ja, und während draußen fleißig gearbeitet wird, ist der Cookie natürlich hier drinnen auch sehr fleißig. Gibt ja bald schon wieder Mittag. So, what's for lunch today, Cookie? Roast turkey. Roast turkey, that sounds great. What comes with it? Lasagna. Aha. What's in here? Nothing? That is packing for lasagna. Open up, let's see. Let me have a look. Lasagna. Yeah. Mitchell's. Very, very good. Okay. Ja, und 2 von den Passagieren, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, schon seit über einem Jahr, sitzen in einem Messe. Und die bilden sich jetzt fort. Irgendwie machen sie jetzt eine Fortbildung. Also irgendwie so fortbildungsmäßig. Und dann, als ich das Schiff so eigentlich überhaupt nie angucken kann, mache ich das mal hier vom Foto. Ja, so sieht Ibn Sina aus. Wenn keine Container draufstehen. Jo, jo. Und früher hieß das Schiff ja Tokyo Senator und das hörte sich so an. Später werden wir hier essen. 6 Passagiere im Moment
Und hier in der Ohrmesse sitzen dann die übrigen deutschen Besatzungsmitglieder. Und da gibt es zur Pantry und zur Küche. Von ganz unten, wo die Stores sind, bis auf die Brücke, sind 9 Stockwerke. Auf diesem Schiff haben wir sogar 2 Swimmingpools. Einer ist draußen und Herr Leidiges sitzt in der Sonne und lässt sich braun brennen. Dann haben wir noch einen 2. Swimmingpool, der wird aber nicht benutzt, der ist drin. Swimmingpool direkt am Meer. Kannst ja nicht meckern. Und mit dieser schönen Aussicht hier, allerbester Kram. Heute ist Sonnabend und wir stellen die Uhr 1 Stunde zurück. Und was liegt nicht näher, als dass man diese Stunde ausnutzt und ein bisschen feiert. Ja, so langsam versammelt sich die Familie hier auf der Achterstation. Ja, Musik kriegen wir auch wieder, oder was man das heute so nennt. Ja, there's a party tonight. Hello. Massachusetts. Ja, ja. Und natürlich gibt es auch wieder das obligatorische Schwein. Bosun, hold still. Let me see the pig's face. Hello, piggy. Right. Here we go. Es kann nur noch wenige Minuten dauern, bis wir mit dem Essen anfangen. Und wenn man da rüber guckt, in diesem grauen Tag, obwohl es schön warm ist. Da irgendwo liegt Oman, kann man nicht sehen. Und auf der anderen Seite hinter mir ist der Indische Ozean. Ja genau, also wir sind hier vom Suezkanal und wir haben plötzlich und unerwartet haben wir einen neuen Azubi oder was weiß ich. Also die Sarah ist ja eigentlich ein Passagier zu Fahrrad, also auf dem Fahrrad ist sie hier angekommen, auf dem Schiff angekommen irgendwie. 1,5 Jahre wollen die unterwegs sein, waren die unterwegs, fahren jetzt wieder zurück in die Schweiz. Diese 3 nämlich hier, 1, 2, was ist der 3? Bitte nach vorne treten, die ganze Gruppe zusammen.
So, also, das ist ja alles so ein bisschen rum. Ja, ja, die drei wissen, wovon wir sprechen. Also, und warum hat sie Sarah sich jetzt so angezogen? Erzähl mal. Ja, ich habe einen Auftrag gekriegt. Ich muss mich da abseilen und dann da die Fenster malen. Ah ja, so typische Hausfrauenarbeit, Fenster putzen, genau. Jawohl. Alles klar, ja. Okay. Viel Spaß, ne? Im Moment liegen wir also vor dem Suezkanal und warten noch einmal auf einen Liegeplatz am Anker. Aber im Moment hier am Sonntag ist hier ziemlich Totenstille, außer dass auf dem Funk gesabbelt wird wie überall. Naja, mal sehen. Wir warten ab, wann wir Order kriegen, den Anker zu lichten und woanders zu ankern. Und obwohl heute Sonntag ist, nutzen wir die schöne Zeit aus. Die Sonne scheint, die Jungs sitzen im Schatten, sonst wäre das viel zu geblendet. Und die malen am Auffahrt die Fenster. Nee, nicht die Fenster, die Fensterrahmen. Ja. Und außer uns liegen hier noch ganz viele andere Schiffe, die genauso warten. Morgen früh um 6 geht der Konvoi nach Norden und da sollen wir dann teilnehmen. Jetzt ist vormittags am Sonntag und Montag geht's los. Die Badesaison ist vorübergehend auch eingestellt. Es wird schon zu kalt. Selbst im Suezkanal um diese Jahreszeit zu kalt. Der Elektriker baut derweil eine neue Ankerlaterne an. Ja, die alte, die war total kaputt. Und die Jungs hängen immer noch am Aufbau und sind fleißig am Malen. Der Bootsmann passt auf, dass keiner runterfällt. Und die Jungs passen selber auf, damit sie nicht runterfallen. Und der Cookie, der guckt, dass keiner guckt. What's for lunch today, Cookie? Steak. Oh, it's Sunday, right? Yeah, and ice cream. Oh, good. Oh, I love ice cream. Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Ja, die Sarah will ja nicht aufgeben, nicht? Nicht erlaubt, auf die Stellage zu gehen. Stellage, also nicht da oben am Seili zu hängen, hier das Matterhorn Nordseite zu beklingen, zwingen, oder wie man das sagt in der Schweiz. Nun sucht sie sich einen Job hier unten, so in Deckshöhe. Ja, sie möchte unbedingt mal ein bisschen weiß malen. Ha, und die Ankerlaterne brennt inzwischen auch wieder. Wie neu. Toll. Kurz vor der Durchfahrt durch den Suezkanal ist die sogenannte Kanalgang schon da. Das sind vier Leute, drei Matrosen, die eventuell das Schiff irgendwo festmachen müssen und ein Elektriker, der dafür zuständig ist, unseren eigenen Scheinwerfer vorne ein- und auszuschalten. Ja. Und hier an diesem Boot wollte ich noch mal was zeigen. Das ist die vorschriftsmäßige ägyptische Schiffsbeleuchtung. Ja. Das ist die Top-Laterne. Das ist die Steuerbord-Seitenlaterne. Und die andere sitzt natürlich da drüben auf der anderen Seite. Die sieht genauso schick aus. Ja. Da freut sich die Imo. So ein Altherrenverband. Alles Pharisäer. Meter ist das Schiff lang. Der Bootsmann geht da gerade nach vorne. Und von hier 7 Stockwerke hoch. Ich wohne im 6. Dann gucken wir gleich mal auf die Brücke. Wenn man draufkommt, das ist das Kartenhaus. Und im Moment liegen wir noch hier. Und dann sollen wir ja gleich in den Suezkanal anlaufen. Das geht dann hier oben rein und dann ab nach dem Norden Richtung Port Said. Ja. Ja, Peter Offizier hat Wache und schnackt mit dem Passagier einen aus.
einer von den fleißigen Radfahrern, die hier quer durch die Welt gefahren sind, fast 20.000 Kilometer. Ich glaube, auf meinem Lappitoppi haben sie den filmen gelassen, diese Diashows. Die gucken wir uns dann auch nochmal an. Und hinter diesem schönen Vorhang verbirgt sich eine Funkbude. Lieben Sina, 20. März 2006 vom Suezkanal. Jo. Inzwischen haben wir unseren Ankerplatz verlassen. Der Lotse ist hier oben und wir fädeln uns jetzt ein. Wir sind das Schiff Nummer 10 in dem Konvoi, der jetzt durch den Suezkanal nach dem Norden geht. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Gut. Wie geht es Ihnen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hey, sieben, very good. Ten. Welcome. Magic. Welcome. Thank you very much. Welcome in Egypt. Okay. And everybody, especially the bike. So beide Ankerklaus umfallen. Vor uns liegt jetzt die Stadt Suez. Da rechts geht es jetzt in den Kanal rein. Wir sind die laufende Nummer 8 inzwischen. Insgesamt gehen heute 17 Schiffe Richtung Norden. Nach dem Süden laufen heute 2 Konvois mit ungefähr 40 Schiffen alle zusammen. Eine der wenigen Fähren über den Suezkanal. Das ist die ägyptische Seite. Hinter uns auf der anderen Seite ist die Halbinsel Sinai. Sinai, ja, Sinai. Und hier fährt man hauptsächlich mit Öl durch die Gegend. Slow from 20 minutes. But I think the other one is also close to him, so everybody's going slow, huh? Zamersk, yes, it's Zamersk, the beginning this year. Ja, hier möchte ich nicht wohnen. Ab und zu ist mal so ein bisschen grün hier, aber das ist nicht so tolle. So, da ist der Rattenschwanz, da kommen die anderen hinter uns her. Ja, ziemlich viel Gegend hier. Und das sind dann immer noch so Reste vom Krieg damals, 1967. Ja, hier ist wieder so eine Fähre. Und die haben eben sogar zurückgewunken da. Ich glaube, die Maschine, die steht dafür da, wenn die hier mit der Fähre nachher rübergekommen sind,
dann müssen sie sich da erstmal um den Teppich werfen. Ja. So genau. Da kommt die nächste Fuhre da für den Tempel. Der Suezkanal, wie er singt und lacht. Ja, ja. Ja, wir sind hier auf dem Bazar. Der ist jetzt hier auf dem Schiff aufgebaut. Die Kanalgänge, die verhökert hier so allen möglichen Kram, den man unbedingt haben will, aber nie braucht. Das gab es vor 45 Jahren schon. Ja. Heute ist wieder so ein Kodak-Tag. Der Herr Kodak macht heute wieder riesen Umsatz mit der Filmverkauferei. Oder ist das nicht? Nee, das ist glaube ich nicht mehr so. Heute macht der Herr Digital, macht das jetzt alles. So, und das Denkmal dahin, das kennen wir ja von ganz früher. Da war ich ja hier schon mal. Da kann man gleich zwischen den beiden Türmen so schön durchgucken. Das ist aus dem Ersten Weltkrieg. Da muss ich ganz still halten jetzt. Hoffentlich stößt mich keiner an. So, jetzt kommt der große Spalt da und dann war es das auch schon wieder. Siehst du wohl. Wenn man sich was draus macht. Ja, erst erschießen sich die Leute und dann stellen sich ein Denkmal hin. Das ist toll. Und ansonsten dreht sich und bewegt sich alles, was wir hier so haben. Rund ist die Welt. Ja. So, und dieses tolle Denkmal, das stammt nun aus der Zeit des Krieges zwischen Israel und Ägypten. Naja, wie es ausgegangen ist, wissen wir ja, aber scheinbar ist ja auch der Verlust eines Krieges oder was da auch immer mit zusammenhängt, ein toller Grund, sich was Schönes dahin zu bauen. Das ist also das Bajonett eines Gewehres. Da guckt also das Gewehrrohr raus aus der Erde und das Bajonett ist da oben aufgepflanzt. Und das finden ja nur alle Leute schön und da kann man auch oben drauf spazieren gehen. Ja, also, wenn man über diese Erde spazieren geht und man trifft mal einen Menschen, vorsichtig, wir sind alle mehr oder weniger ziemlich bekloppt.
vier Gegenden in dieser Gegend. In ungefähr 4,5 Stunden sollen wir in Port Said, also am Nordausgang des Kanals sein. Da wird es dann schon dunkel sein, es ist Nacht. Zwischendurch bauen wir dann vorne den sogenannten Suezkanal-Scheinwerfer auf, so ein Riesenscheinwerfer. Dafür kommt extra ein Elektriker von Land. Und dann können wir hier so schön die Küste ausleuchten. Und mal gucken, ob wir das vielleicht heute Nacht auch noch mit drauf kriegen. Diese Drehbrücke da vor uns, die so aussieht, als würde sie gar nicht in der Mitte zusammenkommen, wenn sie den Kanal überspannt, die scheint neueren Datums zu sein. Also an die kann ich mich nicht erinnern. Die ist wohl wirklich neueren Datums. So wie es aussieht, ist das eine Eisenbahnbrücke. Vom Sinai aufs Festland Afrika. Ja. Now. Yes, this is a German bridge. So the Germans built it for Egypt? Yes, for Egypt. Yeah. It's very, very good, very nice. It's a four train, open and close, swinging. Yes, very good. To connect both sides of Africa and Asia. Yeah. Is this the only bridge across the canal? This is the only bridge for the train. But there is another bridge, fixed one, the highest one. It's for cars. Okay. And this one. There's one tunnel in the kilometer 142 near Suez. Yeah. Morning we pass that tunnel. Thank you very much. Ja, inzwischen hat der Stuart mein Essen gebracht. Ja, ja. Victor hat das Essen gebracht. Das ist für mich. Yes, this one, sir. This is a farmer breakfast. Farmer's breakfast. And this is for the pilot. Yes, this is for the pilot. Chicken. Yeah. Chicken and potatoes again. Good. Yeah. Das also ist ein Schiff in der Wüste, ein sogenanntes Wüstenschiff oder so ähnlich. Oder wie man das auch immer nennt. Also der fährt da in so einem Seitenarm von dem Kanal lang. Beziehungsweise im Moment müssen die da warten, weil wir nun gerade hochkommen. Das ist der zweite Konvoi, der vom Norden am Süden fährt. Das ist so eine Weiche, sagt man da. Eine Weiche. Wie in Flensburg, da gibt es auch eine Weiche. Flensburg-Weiche. Die Sonne verschwindet da hinten so ganz langsam im Sanddunst. Jo, gestern war hier ein bisschen Sandsturm. Da kommt das nächste Wüstenschiff. Ja, das ist also Auslaufen in Alexandria, Ägypten. Marlboro Country. So, wir sind dann gleich auf dem Wege nach Italien. Herr Leidiges freut sich schon auf Spaghetti. Der zweite Tag ist clear from our app. Nachdem wir die Stadtleitungen mit großem Geschrei losgeworden sind, geht der Lotse jetzt. Und wahrscheinlich wird das Lotsenboot dann auch gleich nochmal anfangen zu palavern. على وادي يمكن تنسى بتغير المكتوب
pilot off. And pilot port clear. Ja, auf geht's nach Italien. Inzwischen sind wir in der Straße von Messina und heute Abend, so in ungefähr 3 Stunden, sind wir in Giotauro. Ja, die Fähre war nett, die hat auf uns gewartet. Eigentlich hätte sie Vorfahrt gehabt, aber der Lotse hat mit ihm gesprochen und da hat er gesagt, er wartet. 4 von 6 Passagieren sind hier oben. Die Grande Dame ist unten und ich weiß nicht, die spielt Puzzle. Die weiß wahrscheinlich überhaupt nicht, wo wir sind. Aber das ist auch egal. Hauptsache wir wissen, wo wir sind. Links liegt Sizilien, rechts liegt das Festland und wir mittendrin. L'amore che vuole lei, tu saprai che dovrai dare tutto quel che hai a lei, ti legherà finché vivrà. A lei ti prenderà il cuore, ti vincerà, lei sarà la tua strada che non puoi lasciare mai. Wir laufen jetzt in Giotauro ein. Es ist irgendwas bei 8 Uhr abends. Ja, wir sind gerade aus Giotauro ausgelaufen. Dann waschen wir erstmal den Dreck vom Hafen hier runter. Der vierte ist Photoshop, das mag er nicht, aber er arbeitet hier fleißig neben unserem Kraftwerk, nee, Kreissägewerk oder dieser Computer, der hört sich an wie ein Sägewerk. Und derweil versucht der dritte rauszukriegen, wo wir denn gerade eben gewesen sind oder hinwollen oder wo wir mal waren oder wo er gerne mal hin möchte oder was, ich weiß das auch nicht, was er da macht. Er ist jedenfalls fleißig, wie alle anderen auch. Zack, und schon wissen wir wieder, wo wir sind. Ist das nicht toll? Nämlich genau da. Und gleich sind wir am Stromboli. Der ist genau da. Aber draußen ist ein bisschen nebelig, diesig. Aber mal gucken, was wir sehen. Aus dem Dunst löst sich langsam der Stromboli. Wir wollen mal sehen, wenn wir näher kommen, ob man den noch ein bisschen besser sieht. Es ist wirklich noch sehr diesig. Thank you.
Gerade hat es da oben ordentlich geknallt. Roms hat es gemacht. Ja, ja, der ist noch ordentlich aktiv, der junge Mann hier. Genannt Stromboli. Hier wird sogar schon gesegelt. Dabei ist es noch lausig kalt. Nee, das wäre nichts für mich. Da vorne rechts, wo der Gentry hoch ist, dieser weiß-rote Arm, da ist unser Liegeplatz. Die Stadt ist endlich mal nicht so weit. Das ist eigentlich alles schon Stadt. Aber das Einkaufszentrum, Zentrum überhaupt, liegt gleich da vorne. 20 Minuten zu Fuß oder 5 Minuten mit dem Bus. Ja, Bella Italia. Ohne Sonne. Schöne Weiterfahrt. Ich komme runter. Und Sie kommen mit? Okay. Ich muss nur meine Klamotten umstellen, aber... Okay. 10 Minuten sind wir haben noch einige Zeit, bis wir uns rausgepackt haben. So, das ist das Gepäck für drei Leute und drei Fahrräder und 20.000 Kilometer. Und da kommen sie mit den Fahrrädern. Ja. Und nun ist die Reise für die drei zu Ende. Oh oh. Und jetzt geht's ja, wieder auf die Piste, 6-7 Tage über die Alpen in die Schweiz. Na denn, frohes Fest. So, da kommt die Sarah mit ihrem Fahrrad. Der wollte gerade, dass ich hier nicht filme. Der spinnt wohl. Ja, die dürfen hier nicht mit dem Fahrrad auf der Pier lang fahren. Und dann kriegen sie hier so einen kleinen Mickey Maus Fiat. Und da sollen jetzt drei Fahrräder und zwei Zentner Gepäck rein. Und der Mann von der Security, der hat einen Vogel. Der wollte nicht, dass ich das filme. Ja, ja. Wir sind in Europa. Das ist genauso beschissen wie in, naja, Indien oder Pakistan oder die Welt wird immer schöner. Ja, dann gehen Sie hin. Bis zum Tor müssen Sie Auto fahren und dann dürfen Sie endlich aufs Fahrrad. Im Moment liegen wir noch im Hafen von Barcelona. Barcelona liegt ja da hinten, irgendwo rechts vom Berg, von hier nicht zu sehen. Die Häfen sehen ja, naja, das wissen wir ja schon, überall gleich aus. Und der Lärm ist immer der gleiche, derselbe sogar. Jojo. Passagiere frieren draußen, aber wir fahren jetzt sofort los. Der Lotse ist an Bord und tschüss Barcelona. Ja,
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir liegen hier vor Valencia, vor Anker. Und das wird so ein schöner Morgen. Ja, irgendwie bin ich hier umringt von lauter Fotografen und Filmern und oh Gott, oh Gott. Aber es ist so schön hier. Also die armen Leute in den Großstädten, die sehen sowas ja wirklich nie. Nils hat heute Geburtstag, es ist der 2. April 2006 und wir fahren an Gibraltar vorbei. Da vorne ist der Affenfelsen. Na, sind Affen zu erkennen? Wo sind die genau? Ja, irgendwo touren die da über die Berge. Aber da gibt es wohl irgend so einen Park da oben, da kann man auch rauffahren. Da gibt es so eine Seilbahn von der Stadt raus. Die Stadt kann man noch nicht sehen, die ist da links hinterm Hang noch. Und gegenüber liegt, wie immer und immer noch, Afrika. Ja, das kennen wir ja. Noch ist das Wetter ruhig, aber auf dem Atlantik, da saust noch irgend so ein Tiefdruck durch die Gegend. Vielleicht kriegen wir in 2 Tagen von jetzt ein bisschen Wind und Dünung. Und Spanien grüßt von der Steuerbordseite. Ja, und ist ihm schlecht, er hat gespuckt und ihm ist schwindelig mit Schwarzfahrung. Das Beste wäre erstmal Blutdruck. 6.04.2006, mitten auf dem Atlantik. Ja, da sitzt das arme Würstchen. Wahrscheinlich ist ihm nur ein bisschen unwohl im Magen. Sonst haben wir nichts festgestellt. Er hat das nicht so gut. Ja, ich hoffe mal, dass es nicht das ist. Wetterkarte ist nicht so doll. Developing Gale kurz vor New York. Gale kurz vor New York. Ja, wir sind da draußen, da ist noch ruhig. Aber wer weiß, was da kommt. Genau wenn der Hubschrauber kommen soll, dann kriegen wir einen auf die Mütze. Ja, wir sind 30 Stunden vor New York und das Wetter ist so, wie es aussieht. Windstärke 8. Das ist jetzt der 4. Tag.
Wir haben einfach nur schlechtes Wetter. Und das Barometer fehlt immer noch. Und der Dampfer rappelt ganz schön. Gale, sagt er. Ja, Sturm. Wissen wir, haben wir. Der Kasten läuft nichts, keine Reserve. 16,5 Knoten, wie so ein alter Balker. Wir gehen gerade durch die Front durch. Da soll der Wind einmal ganz rumgehen. Oh, mal sehen, das wird eine unruhige Nacht heute. Inzwischen scheint wieder die Sonne. Wissen wir ja, nach Sturm kommt Flaute, nach Regen kommt Sonne. 12 Stunden vor New York. Und unser armes Hühnchen, Herr Ladiges, der wird so nett betreut hier. Das ist jetzt der 5. Tag, wo er hier oben ruht. Ja, jetzt hat er bald ausgesorgt, hier ausgeruht. Jetzt muss er eigentlich mal wieder in die Gänge kommen hier. Ah ja, die Augen sind ja schon wieder ein bisschen auf. Wir warten auf einen Hubi. Mal gucken, ob er kommt heute. Inzwischen sind wir in New York angekommen. 6 Tage sitzt er da jetzt. So, und dann versuchen wir ihn von hier oben vom Deck irgendwie runterzukriegen. Wie das denn wohl gehen soll, das wissen wir noch nicht genau.